Hallo, liebe Deutschlernende. Ich befinde mich gerade in der Natur. Ich liebe die Natur, du bestimmt auch. Und jetzt kommt sogar noch die Sonne raus. Ist das nicht herrlich? Ja, die Sonne scheint mich an. Und ich möchte euch diesen See hier zeigen. Ja? Ich habe einen sehr ruhigen Ort gefunden. Ich möchte mal einen ruhigen Ort finden, damit ihr nicht zu viele Hintergrundgeräusche habt. Aber hier ist nicht nur ein ruhiger Ort, sondern auch ein schöner See, der jetzt von der Sonne angestrahlt wird. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, was das Wort See eigentlich bedeutet. Denn, was du vielleicht nicht weißt, das Wort See hat zwei Bedeutungen und unterschiedliche Geschlechter. Ja, es ist ein männliches Nomen und ein weibliches Nomen. Dies zeichnet man als der See. Ja? Dieses Gewässer, ja, heißt der See. Ich benutze den Nominativ, damit es nicht zu kompliziert wird. Also im Nominativ sagt man der See. Und das ist ja ein kleines Gewässer, ja, sehr friedlich. Ja. Manchmal fließen Seen auch ab, ja, mit einem kleinen Fluss. Aber meistens ist es wirklich nur eine große Kuhle, die mit Wasser gefüllt ist. Ja, eine sehr große Kuhle. Ja. Also übrigens Kuhle, ja, ich glaube K-U-H-L-E, ja, damit nennt man ein Loch im Boden, ja, eine Kuhle. Es kann sein, dass es ein regionales Wort ist. Ja? Ich komme ursprünglich aus Norddeutschland. Ja? Also es ist ein großer See. Ja? Wenn es ganz klein ist, dann nennt man es Teich. Ja? Aber dies ist kein Teich, dies ist eher ein See. Okay? Also das ist ein See, ja? Der See. Aber es gibt auch die See im Nominativ. Ja? Es gibt zum Beispiel die Redewendung auf hoher See sein. Ja, ich bin auf hoher See. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass ich mich auf einem Ozean befinde. Ja, ich befinde mich auf einem Ozean, wenn ich auf hoher See bin. Ja, und im Nominativ sage ich die See. Ja, wenn ich sage, ich bin auf hoher See, dann ist es nicht mehr im Nominativ, deswegen sage ich hoher See. Aber im Nominativ, in der Standardeinstellung, ist es die See. Und die See bezeichnet ein sehr großes Gewässer, ja? Ein Ozean, ja? Zum Beispiel den Pazifik oder den Atlantik, ja? Den Pazifischen Ozean oder den Atlantischen Ozean oder einen anderen Ozean. Ja? Das ist die See. Und das hier, wie gesagt, ist der See. Das ist der Unterschied, den ein anderer Artikel machen kann. Okay? Ich hoffe, du hast etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss!